Minecraft aber Schaden ist 100% zufällig. Es kann sein, dass mit der Ward nur ein Schaden macht, ich aber von drei Blöcken Fallschaden One-Hit bin. Egal wie ich Schaden bekomme, er ist 100% zufällig. Werde ich es so schaffen zu überleben und den Ender Dragon zu besiegen, oder werde ich davor schon sterben? Schaut das Video, findet es heraus und wenn euch dieses Video gefällt, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Okay, wir fällen jetzt erstmal einen Baum. Machen uns dann eine richtig schlechte Spitzhacke und bauen dann noch etwas an Stein ab oder noch ein paar Steinfluts craften. So, möge die Challenge beginnen. Und was mir schon mal aufgefallen ist, Leute, dass wir eben hier Resistenz haben. Ich denke auch, das könnten wir vielleicht gebrauchen. Dann können wir einmal hiervon mal runter schnell mal gucken, wie viel Schaden wir hiervon bekommen und. Wir sind ja tot. Ja, Leute, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Okay, Leute, neue Versuch. Also erstmal wieder einen Baum fällen. So, hier haben wir auch gleich schon ein Dorf. Ich muss gleich schon was zum Essen holen. Und okay, ich merke, am besten keinen einzigen Schaden kassieren. Es kann nämlich richtig tödlich enden. Also ich bin ehrlich, ich hätte damit das nicht gerechnet, dass ich davon jetzt einfach sterbe. Hier da hinten steht auch noch ein Eisengolem. Den werden wir gleich auch noch besiegen, nachdem ich ein bisschen Steine mal besorgt habe. Ich glaube, ich muss mal die Eisen schon mal gönnen. So, nice, Mann. Damit machen wir uns jetzt eine richtig chillige Spitzhacke. Okay, dann lass mal nach einer Höhle suchen. Wenn es überhaupt eine Höhle ist. Boah, Leute, ich hatte gerade so Angst. Ich hätte gerade sterben können, ja? Ich habe komplett vergessen, dass ich diese Challenge am gerade spiele. Oh Mann, da steht eine Hexe. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ein Schild in dieser Challenge überhaupt irgendwas hier bringt. Aber ich werde mir trotzdem mal sicherheitshalber ein Schild an nochmal noch craften. Ich lasse mal dahin, wo die Hexe war. Vielleicht ist sie ja jetzt weg. Oh ja, Leute, das ist wirklich groß. So gut, dass bis jetzt hier unten keine Mobs gespawnt sind. Oh Mann, da. Nein, nein, Skelett, Skelett. Können wir ja sehen, ob das Schild was bringt. Ja. Okay, Leute, das Schild ist das wichtigste Item in dieser Challenge. So wichtig war das Schild doch nie. Oh. Ja, oh, nein, 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 nein. Alter Schwede, Leute. Boah, ich hab grad so krass Herzrasen. Okay, lass so schnell wie es geht irgendein Lavasee oder so finden. Nein, 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 schon wieder Skelett. Oh nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Dann kommen noch zwei Zombies, Digga. Ich bin so tot. Okay, ganz ruhig geblieben, ja. Geht weg. Geht. Nein. Nein. Digga. Digga, diese Challenge ist ja unmöglich. Komm schon mal, ich möchte das wenigstens bis zum Nether schaffen. Ich denke, ich werde mir jetzt ganz viele Fackeln machen, um auch die komplette Mine da auszuleuchten. So, wenigstens habe ich schon ein bisschen was an Essen hier beim Spawn. So, oh, hier ist sogar meine gigantische Mine. Ich muss sagen, das ist aber wirklich ein sehr, sehr guter Spawn. So, bevor ich da runter gehe, hier noch viel Kohle noch sammeln. Ich könnte vielleicht sogar Glück haben, wenn ich da unten im Stein habe, dass ich nur einen Schaden bekomme. Aber mache ich nicht. Ich denke, ich springe eher ins Wasser rein. So, etwas an Fackeln haben wir dann schon mal. So, dann gehen wir da jetzt mal runter. Wir erstmal holen uns hier vorne mal das Eisen. So, dann mache ich mir jetzt erstmal hier ein Schild. So, ich gehe wieder nach oben. Ich hole mir kurz etwas an Wasser. Yo, Digga, was ist denn unmöglich für eine Lava los? Okay, das ist schon mal Gold. Das holen wir uns auf jeden Fall für den Nether. Okay, Leute, wir haben ganz, ganz viele Mobs hier am Start. So, ist vielleicht irgendwo ein schöner Lavasee? Oh ja, da haben wir schon mal einen kleinen See. Okay, also meine Ausrüstung ist bis jetzt mega, mega scheiße. Ich bräuchte erst noch ein bisschen was an Eisen, um mir wenigstens eine Eisenrüstung zu machen. Digga, kann man hier keinen Meter in die Mine reingehen? Und ich habe vor allem Angst vor dem Skelett, das da oben kämpft. Leute, ich bin gerade überlegen, ob eine Rüstung überhaupt irgendetwas bringt. Weil der Schaden ist da immer random. Das heißt, es wäre doch vollkommen egal, ob ich das eine Netherite-Rüstung habe. Ich werde trotzdem One-Hit. Okay, Leute, dann lass einfach ohne Rüstung reingehen, weil ich glaube, das ist nämlich vollkommen Wurst. Gut, dann lass mal anfangen, das Portal zu gießen. So, lass mal, bevor wir ins Nether gehen, gucken wir vielleicht immer noch ein Eisen, damit ich mir wenigstens noch eine Eisenaxt machen kann. So, gut, dann würde ich sagen, Leute, dann lass jetzt in den Nether gehen. Ja, wo bin ich hier gelandet? Also, ich wäre froh, wenn wir eine Festung finden. Und daran wird es jetzt richtig interessant. Entweder habe ich so viel Glück, dass wenn eine Lure oder so mich angreift, dass ich das ganze Ding überlebe. Oder ich habe Pech und sterbe instant. Aber ich müsste dazu richtig interessieren, ob eine Rüstung mir hier was bringen würde oder nicht. Ey Leute, dieses Biom ist ja nur ein Minenfeld. Vor allem für diese Challenge ist jetzt mega, mega schlecht. Leute, ist das da hinten vielleicht irgendeine Struktur? Boah, es ist einfach unmöglich, Leute. Das ist unmöglich, diese Challenge. Ja, Leute, falls das war Minecraft, aber Schaden ist zufällig. Und ich fand diese Challenge mega, mega schwer, aber ich bin auch froh, dass ich wenigstens einmal bis zum Nether geschafft habe. Aber in der nächsten Challenge versuche ich mal wieder zu gewinnen. Und solltest du neu sein und dir gefällt mein Content, kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo da lassen und auch gerne auf die Glocke aktivieren, kann man dafür nicht verpassen. Ich würde sagen, Like freuen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du natürlich auch gerne einen Kommentar noch da lassen. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleib gesund.
Ciao.